Erfolgreiche Wochen zuletzt für Rhein am Lech. Warum also nicht auch dem Top-Team aus Schweinfurt ein Bein stellen? Doch da haben die Oberbayern die Rechnung ohne die Mannschaft von Tobias Strobel gemacht. Anschnallen für den unterfränkischen Vollwaschgang. 13. Minute, das ist Fritscher mit der Flanke auf Djabiri. 13. Saisontor für den Routinier. Die Schweinfurter spielen es klasse, sezieren die Rheinhintermannschaft mit ganz feiner Klinge. Dannhof auf Ferry, 2:0 nach 26 Minuten. Nur 7 Zeigerumdrehungen später. Wieder der agile Dannhof, diesmal mit Leverty. Der erste FC Schweinfurt wie im Rausch, es klappt so ziemlich alles. Wie auch in der nächsten Szene. Der Freistoß von Kretschmer und Suljic mit dem Kopf aus 17 Metern. Vielleicht das schönste Kopfballtor dieser Regionalliga-Saison. 4:0 nach 37 Minuten, zur Halbzeit die Partie schon entschieden. Aber genug haben die Schweinfurter noch lange nicht. Der lange Ball auf Djabiri, eigentlich geklärt von der TSV-Hintermannschaft. Denkste, Suljic schnappt sich den Rebound, 5:0. Und eine Einladung des TSV Rhein am Lech gibt es noch. Bär, hier alles andere als Regionalliga würdig. Florian Pieper ist da, das 6:0 auch der Endstand. Spiel, Satz und Sieg für den ersten FC Schweinfurt 05. Die bleiben unter Tobias Strobel weiter ohne Gegentor. Der TSV-Höhenflug ist dagegen erst einmal gestoppt.